Meine Damen, meine Herren, hallo YouTube, der Onkel ist wieder da. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir spielen Enshrouded. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und wir haben uns als letztes den Alchemisten geholt. Und ich habe hier ja meine. Moment, ich muss. So, Game Sound wäre auch ganz geil. Wir haben uns ja irgendwo eingesneakt. Hier habe ich eine kleine Base gebaut. Nein, Quatsch. Ich habe die einfach eingenommen. Und bin jetzt hier oben, ja, Erntegehöft heißt das, in der Nähe von Hintertann. Und habe 3 von 5 NPCs. Und das hier, das ist der nächste, den ich mir holen werde. Und zwar der Schreiner. Ja. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, dass der Schreiner hier unten ist. Und hier war ja Glutwach, da war meine erste Base. Ich bin ein Depp, die habe ich aber allerdings abgebaut. Deshalb gehen wir jetzt zur Flammenkrypta. Da, wo wir eigentlich starten. Von da aus zum Schreiner, holen uns den. Und als letztes dann die Bäuerin. Und dann fängt das Spiel an, glaube ich. So, hier ist die Flammenkrypta. Hier raus. Jetzt geht der ganze Weg da. Und es ist Nacht natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Man kennt es ja. Kann ich hier runter? Jo, kann ich, glaube ich. Es ging ja relativ flott. So. Wir haben. Da. Wegpunkt setzen. Meter. Ja, geh weg. Und essen. Und da unten ist noch rotes Miasma. Warum ist das so? Kann ich da überhaupt durch? Ich habe keinen Schimmer. Also zumindest leuchtet es da sehr rot. Und da hinten muss ich hin. Wir schauen mal. Da habe ich nämlich natürlich jetzt nicht geguckt. Ich habe übrigens an meiner Base zwischenzeitlich, ich habe ja Kisten hingestellt und so ein Kram. Und habe dann zwischenzeitlich auch rausgefunden, wie ich mir erstmal Seelen herstellen kann. Ich wusste, das geht. Und zwar mit dem Alchemisten. So, hier hat uns. Ich habe ich. Zack, zack, zack. Was haben wir denn hier? Aus der Verborgenheit erstickt und verschlungen. Das Miasma verschlingt alles, sogar uns. Wir verlieren uns in der Dämmerung, verschwinden und verwandeln uns im Meer der kornblumenfarbenen Zwielichts. Noch nie habe ich eine Krankheit, einen Fluch von solcher Mächtigkeit erlebt. Der Nebel verbrennt die Augen und Lungen, doch er tötet nie vollständig. Er breitet sich aus. Er manipuliert. Er zerfrisst uns ganz langsam und lässt nur eine tote Hülle zurück. Es gibt kein Heilmittel dagegen. Nur die Macht der Flamme kann das Miasma im Zaum halten. Balthasar. Der Jute Balthasar. Ja, ist doch. Junge. Weißt du? Leg dich nieder. So. Ich liebe das ja in diesem Spiel, irgendwas kaputt zu machen, ne? Es ist unfassbar.
Ja, guten Tag. Ja, hallöche Popöche. Sammeln, ist doch fein. Was ist denn mit dir? Au. Wer so frech ist, kriegt aufs Maul. Ganz einfach. Da. Ja, ist doch gut jetzt. Geht doch. Fähigkeitspunkt ist da. Gehen wir nochmal direkt gucken. Zwei Stück. Ich wollte jetzt zu dem Doppelsprung. Ich brauche vier. Okay, nicht schlimm. Hallo, guten Tag. Ups. Kann ich da rüber? Ich muss da hin. Ah, hier ist nachts. Boah, Alter, hier ist nachts richtig was los, hä? Ist das rotes Miasma? Standort unten. Da tue ich mir immer ein bisschen schwer mit, die NPCs auch zu finden. Ich da jetzt runtergehen. Hä, ich muss doch nicht hier rein, oder? Was war das? Ach, da unten der. Ach, da sind wir ja schon. Ja, läuft. Hallo? Ah, ich weiß, das ist das hier. Oh Gott. Also ich habe ja, für die, die es nicht wissen, das Let's Play hier ist das eine. Ich habe aber noch einen Offline-Spielstand, den ich halt spiele. Und von daher habe ich ein paar Sachen schon erledigt. Fuck, hier bin ich das letzte Mal gestorben. Alter.
Hier bin ich verreckt, hier bin ich runtergefallen. Und in meinem Offline-Spielstand bin ich halt schon eine Ecke weiter mittlerweile. Und das macht es mir hier jetzt für das Let's Play auch ein bisschen einfacher. Das sei der Fairness halber gesagt. Ausdauerring. Ja, brauche ich zwar nicht, aber egal. Nehmen wir mit. Hallo? So, hier ist der Gute. So, darüber wollen wir jetzt wieder. Und raus. Aus der Bums hier. Ich habe gar keinen Bock jetzt zu kämpfen gerade. Hier ist übrigens auch für alle, die vielleicht noch eine schöne Base suchen oder so. Die ist auch ganz cool. Okay, hier sind am Anfang ein paar Wölfe. Die macht er dann einfach platt. Und okay, gibt es auch die eine oder andere Spinne, sehe ich gerade. So, und wenn ihr euch derer entledigt habt, könnt ihr halt hier einfach einen Flammenaltar setzen und habt die Base eingenommen. Ihr müsst halt nur wissen, dass die Sachen, die hier spawnen, die ganze Zeit, dass die halt nicht mehr spawnen, wenn ihr das Haus eingenommen habt. Also wenn ihr euren Flammenaltar hier gesetzt habt. Aber das Haus ist ganz cool. Hier könnt ihr eine Küche reinmachen oder so. Zum Beispiel. Kiste. Ja, das kann man dann alles im Grunde genommen abbauen, hier die ganzen Sachen. Und dann hat man auch genug Material.
kann das Haus dann irgendwann reparieren. Irgendwo geht es auch hoch. Ah, hier. Das ist halt wirklich cool für Leute, die keinen Bock haben zu bauen, nicht in der Lage sind zu bauen, aus welchen Gründen auch immer. Einfach hier einen Flammenaltar stellen und sich über ein schönes Häuschen freuen. Drüben ist ja noch eins. Und alles, was hier steht, kann man entweder wieder aufrüsten oder also sich aufbauen. Hier ist ein Brunnen, da könnt ihr da Wasser holen? Scheinbar nicht. Ich war mir jetzt nicht sicher. Guten Tag. Hallo? Bin noch zu Hause. Was? Meistens sind in den Häusern ja auch noch Kisten. Oder es steht schon mal ein Bett da, dass ihr da pennen könnt. Da ist eine Kiste. Die Flamme muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Kann ich das Lagerfeuer löschen? So, zack. Was haben wir hier noch? Das hier immer kaputt machen. Also Pflanzenfasern en masse. Also so Strohballen findet ihr halt meistens auf Bauernhöfen. Sehr cool. Da oben ist noch eine silberne Kiste. Die lassen wir natürlich auch nicht stehen. Ein knisternder Zauberstab. Nimm mal mit. Zack. Kann man zumindest zerlegen. Was mit dem Ring hier? Eine Ausdauer? Nee. Weg. Oh. Drüben ist noch ein Lager. Dann habt ihr hier auch direkt Miasma. Das heißt, ihr könnt dann im Miasma auch ein bisschen rumfarmen gehen. Spinne. Gibt Brutlingsbeine. Manchmal auch Giftdrüsen. So. Erledigt. Hier noch was. Nö. Ja. Oben noch ins Lager. Ich weiß nicht, ob du rein kannst, Schatz. Es ist natürlich jetzt, ich bin am Aufnehmen, ne? Ja. Aber du kannst rein. Was brauchst du? Eine Spritze? Hä? Ist es schon wieder soweit? Junge, Junge. Dieses Land, Morvena, wäre wohl ruhig und friedlich, wenn diese Plagegeister nicht wären. Sie nagen an allem, was ich aufbaue. Von der Scheune über das Denkmal bis zum Herrenhaus. Alles zerfetzt von diesen wilden Bestien. Als würden sie sich über mein Handwerk lustig machen. Sie waren nicht immer so grausam. Wurden sie vielleicht gezwungen, ihren natürlichen Lebensraum zu verlassen?
Ist diese Verderbnis daran schuld, von der die Leute erzählen? Tante Iveta meinte, dass sie wohl Angst haben. Und sie meinte auch, ich könnte das nicht sehen. Wahrscheinlich wegen meines Auges. Ich fand das nicht lustig. Kate Hawthorne. Ja. Kann man hier noch? Sammeln. Stein. Ja, ist doch cool. Also das ist, wie gesagt, auch ein schönes Gebiet. Ist auf der Karte hier unten rechts. Also hier ist euer, hier ist Glutwacht, das da, wo die meisten ihre erste Base bauen. Und rechts davon das Schreinerlager. Das ist ganz cool. Ich würde die Miasma-Wurzel da noch mitnehmen wollen. Und dann gehen wir zurück nach Hause. Aber das, wenn ich hier schon bin, nehmen wir das mal mit, ne? Hoppala! Das war eine dumme Idee, Daniel. Da gar nicht hin. Oh! Ach, Digga. Ernsthaft jetzt? Das war eine blöde Idee. Das war eine palöde Idee. Aber gut. Dafür kennt man mich ja. Komme ich jetzt an meinen Grabstein ran? Dann gehen wir da halt nicht hin. Oder bin ich einfach falsch gelaufen? Nee, hier ist überall rotes Miasma. Da komme ich gar nicht rüber. Nö, wir gehen nach Hause und da kümmere ich mich später drum. Ja. So, und ich habe mein Zuhause übrigens auf Stufe. Ach nee, jetzt hatte ich glaube ich schon gesagt, ne, auf Stufe 3 gemacht. Mit diesen Miasma-Seelen. Um das Gebiet ein bisschen zu erweitern. Und habe meine NPCs mittlerweile auch hier. So sieht es jetzt aus. Ich habe ein paar Kisten aufgestellt. Hier ist mein. Schmied, hier ist der Alchemist und hier ist die Jägerin. Und jetzt haben wir ja den Schreiner geholt und den möchte ich natürlich auch platzieren. Und am liebsten in irgendeinem Gebäude. Mach ich hier Schreinerwerkstatt rein? Ganz cool, oder? Ja. Da, The Cade. Ich setze mal hier hin. Juhu! Hier sehen wir jetzt auch die die Abgrenzung, das wollte ich sagen, von meinem Gebiet. So groß ist das jetzt. Bis hierhin kann ich machen auf Stufe 3.
Also ich habe schon einen Teil von dem Acker hier mit eingenommen. Das ist schon mal ganz cool. Hier ist Schlamm. Jawohl, durch. Also das heißt, in diesem Gebiet spawnt auch nichts mehr. Geht bis da runter, so ein bisschen. Aber wirklich nur bis dahin. Dann geht es hier hoch. Zack, zack. Und hier oben weiter. Bis hierhin. Das ganze Gebiet ist meins. Kann ich benutzen. Und auch noch weiter ausbauen später. Aber ist schon mal ganz geil. Da, ja, bis hier, genau. Und ich finde, das ist schick. Weil von hier hinten kann ich nicht angegriffen werden. Da passiert mir schon mal gar nichts. Ich habe einen Brunnen, kann Wasser holen. Das ist sehr geil. Ja, das ist in Ordnung. So, hier werde ich auch einen NPC reinstellen. Ich weiß noch nicht wen. Oh, das ist neu. Cool. Rucksack voll, natürlich. Okay, das wusste ich nicht. Pflanzenfasern, sehr geil. Also, da hinten haben wir den Schmied. Ach, den Holzfäller. Ich denke, hier mache ich den Schmied rein. Da nachher die Bäuerin. Und den Alchemisten lasse ich, glaube ich, sogar im Haus. Und dann ist das doch schon mal eine gute Sache. Jetzt schauen wir uns mal an, was der gute Kate will. Gräber und Schätze. Flammenblut. Ich erkenne diesen Blick. Wir teilen eine Leidenschaft, nicht wahr? Architektur, Kunst, Grabraub. Ich meine, vergessene Schönheit bewahren. Es wird gemunkelt, dass unsere Königin neben ihren Kuriositäten begraben wurde, obwohl niemand weiß, wo. Jetzt hat die Dame wohl keine Verwendung mehr dafür. Sie ist ja tot. Warum also nicht auf Entdeckungsreise gehen? Du hast mein Lager in der Nähe von Morvena gefunden. Beschaulich, oder? Wir haben versucht, dieses Land bewohnbar zu machen. Wunderbare Seen und eine tolle Aussicht. Aber als wir uns niederließen, wehrten sich die wilden Tiere. Vehement. Schließlich gaben wir unsere Bemühungen auf. Die Welt war bereits im Begriff, auseinanderzufallen. Da habe ich beschlossen, die Flammenkrypta zu betreten. Nicht nur, um die Gegenwart zu retten, sondern um die Zukunft aufzubauen. Weißt du, Flammenblut, ich habe geholfen, Morvena zu bauen. Und ich habe sie nach meiner friedlichen Tante benannt. Ich habe hier in der Gegend tatsächlich schon viele Städte gebaut. Schon mal von Diawin gehört? Ich glaube, ich habe dort einige meiner Fachwerkblöcke zurückgelassen. Warum siehst du nicht mal nach? Wer es findet, dem gehört's. Ja. Always a pleasure. Genau. Ja, das werden wir machen. Wir werden die Sachen vom Schreiner natürlich zurückholen. Wir müssen also wieder in das Gebiet, in dem wir gerade waren. Und haben auch sonst noch ein paar Sachen zu erledigen. Eine NPC fehlt uns noch. Das ist die Bäuerin. Altar aufwerten. Naja, fehlt noch ein bisschen was. Aber das kriegen wir auch hin. Und all das und noch viel mehr in den nächsten Folgen. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann erstmal um das, was die hier alle wollen. Weil der Alchemist will noch einiges. Der will einiges. Junge, Junge, Junge. Machen wir hier noch die Kisten voll. Und so langsam nimmt das Ganze hier Gestalt an. Und das freut mich. So, zack. Ein bisschen Metall muss ich mir noch besorgen. Kohle macht da. Ein Thema. Und dann machen wir uns nämlich auch eine neue Rüstung. Das wird nämlich auch mal Zeit. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, gerne einen Daumen, gerne ein Thanks. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht Liebe. Ciao, ciao. See you.